Hallo, liebe Mutzis! Kurze Durchsage und dann geht es gerade los mit der Folge. Meine Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viele Termine, geht schauen, wo ich wann bin. Buche Tickets, bevor es zu spät ist. Tryouts sind durch und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Delahaye und Matteo Gudenrath. Also, kaufe Tickets auf www.joelvonmutzenbecher.ch, bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Es ist eine gute. Pipe jetzt einfach mal. Ja, irgendwie, was im Fokus bist du gesehen? Fokus, legendäres Gespräch mit dem Stefan Büsser. Hat er aber auch gesagt, aber ich habe es noch nicht mal gelost. Hast du noch nicht gelost? Du bist einer der ganz wenigen in dem Fall, die das noch nicht gelost haben. Siehst du? Ja. Wieso ist es so legendär gewesen? Ja, ich habe natürlich eine spezielle Beziehung zum Stefan Büsser. Darum sagst du immer seinen ganzen Namen. Ja. Ja, ab dem Interview. Genau. Nein, hat sich das 180 Grad gedreht, unsere Beziehung. Nein, ich meine, du bist an meiner Hochzeit gewesen, der Büsser ist an meiner Hochzeit gewesen, der hat sogar noch einen Speech gehalten an meiner Hochzeit. Oder eigentlich ein improvisiertes kleines Stand-up. Das war super geil gewesen, oder? Kann man dem so sagen? Das ist schon sehr geil gewesen. Das ist schon sehr geil gewesen. Also, wir sind beide recht happy gewesen danach. Ja, es ist wirklich geil gewesen. Und vielleicht muss man an dieser Stelle mal sagen, es würde mir nie in den Sinn kommen, eben zum Beispiel jetzt Leute wie dich oder der Büssi, an einem privaten Anlass, um etwas zu bitten. Ich glaube, du weißt noch die Situation, wo ich gekommen bin und gesagt habe, hey Joel, es wäre halt schon hure geil, würdet ihr da noch schnell, nur schnell, und hey, ich zahle euch auch etwas, aber wenn ihr noch schnell, und du wirklich gerade von Anfang an so, hey, Baschi, voll easy, Mann. Also es ist, glaube ich, hure unkompliziert gewesen. Weil ich kenne ja das meistens, Auch aus deiner Sicht in dem Sinne so, von wegen, ich bin nicht mehr eingeladen an eine Hochzeit, nein, könntest du nicht noch schnell Gitarre führen und einfach schnell einen Song spielen. Und ich meine, du kannst ja wie nicht Nein sagen. Ich meine, es ist der schönste Tag vom jeweiligen Menschen. Das habe ich mal gehabt, am 30. vor allem, wo dann irgendwann so am 10. ist gekommen und gefunden, hey, willst du nicht noch schnell? Ja. Kannst du nicht noch schnell? Ja. Also ja, es war dort etwas gleich gewesen. Ja. Aber nein, wieso ist das Gespräch so legendär gewesen? Weil ich halt einfach momentan, wie soll ich sagen, eine gute Mitte gefunden habe, wenn ich mit den Leuten rede und in der Öffentlichkeit rede und das ziemlich für mich schonungslos und offen und ehrlich, obwohl ich finde, ich bin schon 20 Jahre offen und ehrlich unterwegs, aber irgendwie durchs Alter, durch die Reife, keine Ahnung wieso, durch auch das Album, das ich jetzt rausgebracht habe, habe ich wie andere Worte vielleicht gefunden, um zwei, drei Sachen in meinem Leben zu beschreiben, die irgendwie ja, anders rüberkommen, auch in der Wahrnehmung der Menschen draussen. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und wegen dem kann man sagen, ja, fahre ich ziemlich gut so. Die Leute spüren meinen Sound so stark wie schon lange nicht mehr, würde ich mal so behaupten. Ist das etwas, was man sich bewusst überlegt, denn so das öffentliche Reden? Habe ich jetzt bei dir nie das Gefühl gehabt, sicher hast du Sachen überlegt, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass du eine grosse öffentliche Persona an den Tag gelegt hast, im Gegensatz zu einer privaten Persona. Es gibt andere Leute, wo das deutlich klarer trennen, die wissen, wenn ich aus dem Haus gehe, dann kommt die öffentliche Person, ja, und wenn ich daheim bin, dann kann ich auch mal so und so sein. Und ich habe dir das Gefühl gehabt, eben das Wort authentisch ist ja sehr schnell bei dir. So. Und trotzdem kann das nochmal andere oder es kann noch, ja, oder noch ausgeprägter über Jahre sich entwickeln, und ich glaube schon,
dass ich einfach jetzt irgendwie wahrscheinlich einfach so ein bisschen angekommen bin. Privat auch, eben. Bin jetzt verheiratet. Auch mein 9. Studioalbum. Ich meine, ich bin jetzt einfach nicht mehr so grün hinter den Ohren, wie ich das halt einfach schon gesehen bin vor ein paar Jahren. Und trotzdem bin ich mir, wie du es richtig sagst, immer noch nicht bewusst, was es heisst, wenn ich bei einem Büssi auf einmal über das Thema rede und am anderen Tag ist es noch irgendwie im Blick und in 20 Minuten oder so. Also von dem her gehe ich dort immer noch gleich naiv durchs Leben durch und reg mich dann auf am anderen Tag, wenn ich etwas lese, was ich gesagt habe. Ich habe es ja gesagt, ja, es ist ja alles okay. Auch wenn es jetzt komplett aus dem Zusammenhang rausgegriffen worden ist oder nicht aus dem Kontext. Also von dem her ist es sicher nicht... oder Baschi Musiker und Baschi Privat sind sehr nahe aufeinander, ja. das ist das, was ich auch immer gemerkt habe. Aber ich finde es so schön, weil... wenn ich jetzt so überlege, seit wir uns kennen, haben wir immer wieder gesagt, sie gingen mir so ein bisschen Ähnlichkeiten spürbar, ähnlich alt. Früher bin zumindest ich ein paar Mal mit dir verwechselt worden. und ich weiss nur, wie es für mich war, wenn ich jetzt, sagen wir, 12 Jahre zurück, wenn auch immer, zum Beispiel jemand, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist bei mir, ich nenne das immer so meine verlorene Zeit. Im Sinne von, ich bin verloren gewesen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich will. Ich habe nicht genau gewusst, was ich privat will, wo ich überhaupt bin, was ich für ein Mensch bin. Und das ist nicht nur gesund gewesen und das ist nicht nur gut gewesen. So. Und ich finde es mega schön, wenn du sagst, du bist jetzt angekommen. Das heisst, spürst du das jetzt auch deutlich stärker als eben vor 5 Jahren oder so? Ich würde schon sagen, wie du sagst, es ist eine spannende Zeit, die Suche irgendwie, oder man ist ja immer am Suchen, aber die Zeit, die du beschrieben hast, ich würde jetzt auch sagen, vor 10 Jahren, 12 Jahren, wo wirklich da der Mensch in der Phase drin ist, eben wo will ich hin, privat läuft eh nicht rund irgendwie, im Ausgang läuft alles mega rund, oder irgendwie so, und eigentlich ist es hure gefährlich, wenn man den Weg dann irgendwie, oder wenn man die den Abzweiger verpasst, yeah, und irgendwie dann, ich sage jetzt mal anfangs 30, dann schön geschmeidig eigentlich wirklich so in die erwachsene Zeit reinkommst, wo man eben sagt, doch, jetzt habe ich die Frau von meinem Leben gefunden irgendwie, ich weiß, was ich will sein, ich weiß, was ich mache, aber alles vorher, eben wie du sagst, ist eine lustige Zeit, wo aber der ein oder andere auch auf der Strecke bleibt, glaube ich so. Und ich denke, oder viele Leute haben sich wahrscheinlich vorstellen können, ja, der Baschi wird wahrscheinlich einer von denen sein, der auf der Strecke wird bleiben, weil eben diese Party hier, irgendwie diese Geschichte hier, hure geil und so. Und ich glaube nicht, dass man das viele Leute zutraut haben, schon nur jetzt der Weg im Privaten mit der Alana, dass ich wirklich mal so ein bisschen unter der Haube bin, sagen wir es mal so, kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele Leute mir zutraut haben. Dass ich jemanden finde, der mich aushaltet, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so, das ist eigentlich auch so gemein, wenn ich spüre von Menschen, dass sie fast Mitleid haben mit der Alana. Wie man das mit mir kann aushalten kann. Das ist eigentlich hure gemein. Und für die Alana ist es eben auch, die wird dann auch böse und sagt so, weißt du was, du hast gar keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Irgendwie, du siehst uns einmal im Jahr irgendwie an einer Aftershow-Party, wo mein Mann ein bisschen Freude am Leben hat und vielleicht ein bisschen laut ist und vielleicht ein bisschen durchdreht und hast das Gefühl, mit mir dann müssen Mitleid so. Es gibt ganz böse Menschen. Das ist schnell müssen loswerden, gell? Ja. Yeah. Wie siehst du das? Wie? Also ich habe nicht Mitleid. Ohne Scheiß. Ich finde wir sind auch so ein cooles Bärli. Ja. Ja. Ich finde euch super. Und ich finde ihr macht das sehr gut. Und eben, das ist immer so eine aushalten. Das ist immer so ein dummes Wort, oder? Ja. Es gibt, ich sage jetzt mal, es gibt
gewisse Menschen, die könnten es weniger gut mit dir. Und es gibt andere, die könnten es besser mit dir. Und das ist aber mit allen Menschen so. Absolut. Also, weißt, es gibt eine größere Kompatibilität und es gibt eine kleinere. Und ich sage das Wort nicht nochmal, weil ich würde es nicht mehr schaffen. Ich bin recht stolz gewesen, dass es jetzt gerade so angekriegt. Hey, unglaublich. So, aber ich finde zum Beispiel eben bei euch, das hat ja von Anfang an gematcht. Das hat man ja gerade gespürt und gesehen. Und da gibt es für mich keine Werte. Ja. Also ich meine, ich habe es auch schon schwierig gefunden mit dir. Ja, aber die Zeiten gehen dann auch wieder vorbei. Das ist vielleicht der Moment. Genau, das sind fünf Minuten. Ja. Die schwierigen 5 Minuten. Die gehören dazu. Aber die Ausfahrt 30, die ist schon entscheidend. Ja, rückblickend kann man sagen, schon voll. Irgendwie schon. Weil die habe ich bei mir als entscheidend gesehen. So. Ich meine, unser Leben, eben, wie du sagst, wir ziehen immer wieder ein bisschen Parallelen zu unserem Leben. Eben, es wird nie langweilig, definitiv nicht, oder? Nein. Es wird nie langweilig. Ich weiss zwar, was morgen ist, ich weiss ein bisschen, was übermorgen ist, ich weiss auch, was nächste Woche wird sein, und trotzdem, es kann immer irgendetwas passieren. Und auch wenn ich jetzt sage, ich bin ein bisschen angekommen, habe ich keine Ahnung, was nächstes Jahr wird sein. Weißt du, was ich meine? Ja, logisch. Und ich habe zwar, momentan, ich würde nicht einmal sagen, dass ich erfolgreich bin momentan, obwohl mein Lied sehr gut läuft, obwohl mein Album auf Platz 1 ist und obwohl meine Tour auch sehr gut im Vorverkauf läuft, würde ich aber mich hüten davor, zu sagen, I'm back und noch so, und so erfolgreich wie noch nie, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine, ich weiss nach 20 Jahren Karriere, wie schnell oder wie bröselig das Ganze ist, wie schnell das kann wieder alles ineinander zusammenbrechen, weißt du, was ich meine? Und von dem her ist das sicher auch eine Erfahrung oder eine Erfahrung, die ich in diesen 20 Jahren gemacht habe, dass es ist zwar mega schön und ich spüre eben, wie meine Musik, auch ich als Mensch, irgendwie bei den Leuten wieder irgendwie etwas triggern. Aber es ist so nicht selbstverständlich und das meine ich auch mit spannend. Also momentan sind Vorzeichen, dass ich die nächsten 2-3 Jahre von der Musik kann leben kann und ein gutes Leben habe, in Anführungszeichen, dass ich einfach Musik machen kann und Auftritte kann haben und so mein Unterhalt kann zahlen, sind eigentlich recht positiv Vorzeichen, aber wir sind selbstständig, es kann so schnell gehen, Mann. Bist vorsichtiger geworden? Ich bin immer noch grösser wahnsinnig. Das schon noch. Ich habe immer noch grosse Träume, aber ja, irgendwie ein bisschen, oder noch demütiger irgendwie, ja. Ja, aber das ist ja gesund. Ja. Also, zu wissen... Das ist dann einfach Kaffee, einfach nicht, dass wieder irgendwie... Nein, den Leuten muss man immer alles erklären. Mein Gott. Ich weiß doch früher noch bei Joyce hat man immer im Kaffeebecher, dort habe ich immer Bier drin gehabt. Immer wenn ich zu Gast war, hat es gesagt, ja, wir sind Jugendhändler, wir dürfen keinen Alkohol, gell? Aber wenn du willst, wir können dir im Kaffee können wir dir etwas bringen. Wie in Amerika, die roten Pappbecher. Ja, genau. Ja. Aber es ist so klar, was drin ist. Aber da, ja, ich muss dazu sagen, wir nehmen es auch morgen auf. Also, gut. Heißt ja bei dir nichts. Jetzt bin ich einmal gemein. Das ist alles gut. Was wollte ich jetzt sagen? Wegen überhaupt eben zu wissen, was in den nächsten Jahren ist und so. Ich weiß noch, wo wir das letzte Mal den Pod gemacht haben. An der Langstrasse. Ja. Das ist irgendwann im 19 gesehen. Also 4 Jahre. Ja. Irgendwie. Und dort, also kurz gerade nach meinem letzte Album. Genau, dort war es etwa ein Jahr draußen gesehen, oder? Und dort bist du zum Beispiel nicht einmal sicher gesehen, ob du noch Musik wirst machen. Bin ich... Ja, irgendein Krotten im Hals. ja. Und das ist kein Kokettieren mit dem, gell? So, nein! Ja, ich weiss nicht. Es ist wirklich... ich sage es immer wieder, ich mache so lange Musik,
solange die Leute irgendwie Freude haben und solange es irgendeine Anzahl Menschen sind, die an mein Konzert gehen. Nicht, dass ich jetzt sage, ich habe ab 75 Menschen oder unter 75 Menschen mache ich keine Musik mehr. Nein, das ist so ein Gefühl. Also, ich gehe jetzt auf Basel ins Volkshaus. Basel, du weißt es am besten, wir kommen von dort. Ich habe immer, oder ich kenne viele Künstler, die viel Mühe haben, in Basel Billets zu verkaufen. Irgendwie. Also es ist ein hartes Pflaster, um Billets zu verkaufen in Basel. Ich bin jetzt im Volkshaus, ich bin dort am irgendwie 17. November, glaube ich. Nein, 2. Dezember. Anscheinend habe ich über 700 Tickets schon verkauft. Was eigentlich sehr cool ist. Mhm. Leider hat das Volkshaus Platz für 1200. Also es sind noch 500 Billets. Und ich will das Volkshaus füllen. Auf was soll ich jetzt raus? Ja, genau. Also es wäre ein massiver Dämpfer, wenn ich das Volkshaus buchen würde, ich auf die Bühne komme und 273 Leute im Publikum stünden, yeah, in so einer Venue. Mhm. Dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, ohne Scheiß. Und natürlich würde ich dann nicht gerade nach dem Konzert meinen Rücktritt von der Musik in einer grossen Pressekonferenz verkünden, natürlich nicht. Aber ich würde vielleicht dem Ganzen, keine Ahnung, so eine Albumkampagne lang zuschauen und würde dann wahrscheinlich schon meine Schlüsse ziehen. Yeah. Ja, aber eben, es fluktuiert. Würde dann aber mit gleicher Begeisterung und Enthusiasmus etwas Neues in Angriff nehmen, bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber es fluktuiert ja auch. Also weißt du, das gehört ja dazu. Willst du noch Wasser? Ja. Tja. Das ist ja das, was jeder Mensch sagt. Die Sendung wird unterstützt von Evian. Eben nicht. Sollen mal. Ja, also, mal schütten. Ah, hey, viel gut. Hey, ich bin wirklich, du merkst, 20 Jahre im Business. Ich bin aufgestanden, ich wusste, ich gehe zum Joel. Ich war gestern am Filmfestival, sind wir eingeladen von einer Uhrenfirma. Wegen dem auch ein bisschen den Krott im Hals und so und ein bisschen die roten Augen. Obwohl ich sehr anständig war. Wir sind den Film schauen und direkt ins Taxi und heim. Stand auf und weiss, okay, heute um 10 Uhr Podcast. Das ist ein Tisch, das sind zwei Mikrofone. Ich lege meine Trainerhosen an, ich lege mein Zara-Hemdli an, wo hier noch der Ding dran ist. Sicher nicht. Wo jedes Mal, wenn ich das anhabe und vergesse, oh shit, ich habe ja das Hemdli an, läutet, wenn ich irgendwo in einem Geschäft reinlaufe. Und dann der Sicherheitsschutz? Ja, ich hätte das nicht abgenommen. Ich habe keine Frisur gemacht und sehe jetzt aus wirklich wie der letzte Hure. Du, aufmöbliert, schön. Mit was, aufmöbliert? Nein, du, ich dachte, hey, Alter, was läuft bei dir? Was? Nein, du angepasst mit Jeanshemden, Jeanshosen. Ja, ist jetzt nicht massives. Nein, aber du machst. Und ich hast keine Hosen. Du machst Fallen. Ja, jetzt musst du nicht. Aber nein, wegen dem sage ich ja, ich müsste ja wissen, dass das hure gefilmt ist, dass das jetzt schon irgendwie so dermaßen Next Level ist von Podcast Production. Schau eben, sogar einen Regieassistent hast. Ist ja unglaublich. Er ist der Producer. Producer? Ja. Yeah. Aber Regieassistent ist schon heftig, ja. Ja, das das ich finde es gut. Ich find's nein! Gut. Ich will, genau, mehr auf Totali. Ich sag mir immer ein bisschen, was soll machen. Okay, jetzt auf die 1. Sehr gut. Top! Und jetzt? Du, ja, jetzt zu mir. Bist du der Aufnahmeleiter jetzt? Regieassistent. Das ist geil. Das sollte der Regieassistent. Nein, aber zum auf das zurückzukommen. Eben, ich meine, Karriere in jedem Bereich, obviously, aber vor allem im, ich sage jetzt, öffentlichen Sektor, Entertainment, Show, wo Menschen involviert sind. Menschen müssen das hören, schauen, Tickets kaufen. Das fluktuiert einfach. Das ist, der Dabu hat das mal gesagt, er hat gesagt, das beste Album ist wahrscheinlich nicht die beste Tour und umgekehrt. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, das Programm, das müsste jetzt eigentlich nochmal ein paar tausend Leute mehr sehen. So. Ja. Und das kann man ja alles nicht so fest kontrollieren. Das heißt, am Schluss ist ja trotzdem
was du fühlst und auf was du Bock hast, oder? Hey, ich, eben das Album, wie du sagst, ist jetzt genau das beste Beispiel für das. Das ist, ich habe es auch schon zwei, drei Mal gesagt in Interviews, es ist eine Hassliebe. Ich habe das Album selber müssen lieben lernen. Das klingt irgendwie komisch, weil ich bin ja in diesem Prozess von A bis Z involviert. Mhm. Aber trotzdem hat sich das Album irgendwie für mich strange angefühlt. Unter anderem hatte ich neue Leute am Start, weißt, die mir geholfen haben. Vielleicht wegen dem. Ich habe das Album nicht das erste Mal nicht in meinem eigenen Studio aufgenommen, sondern wir sind ins Powerplay-Studio gegangen. Der ganze Prozess war ein bisschen anders gewesen als das, was ich kennt habe. Vielleicht hat das dazu geführt, dass ich das Album wie selber auch kennenlernen musste. Und jetzt, und das ist ja immer gefordert, so, also wenn es nicht einmal der Künstler, der das Album schreibt und einsingt, irgendwie gerade einen Bezug hat, wie soll es denn irgendwie einen Fan haben? Und lustigerweise, eben, ist jetzt das eingetroffen, dass die Leute wirklich das Album feiern, jeder für sich irgendeinen anderen Song hat auf dem Album, der ihm irgendwie aus dem Herzen rettet oder so. Und das, und ich habe gefunden, ich habe genau gewusst, entweder ist das ein absoluter Flop, das Album, weil die Leute das nicht verstehen, Alter, was machst du? Oder, nicht ein absoluter Hit, aber, oder es schlägt irgendwie ein. Und ja, jetzt habe ich jetzt einfach mal Glück gehabt, nach 5 Jahren Abstinenz irgendwie, dass ich das Album mal können bringen und die Leute das irgendwie auch so lieben gelernt haben. Ja. Und du auch, das ist ja schon noch wichtig. Ich, ja, nein, und ich mittlerweile auch. Yeah. Eben genau, ich liebe es, Mann. Ich kann auch nicht wieso. Ich entdecke Facetten auf dem Album, die man vielleicht so in meiner Musik nicht kennt irgendwie. Und das sind aber alles positive Sachen und ich finde es mega und ich bin so froh. Weil eben, ich bin vor 2,5 Jahren bei Gadget gehockt, also bei meinem Management. Mhm. Und die haben mir die Kappe gewaschen. So, Barschi, ich habe das Gefühl, du schiesst es an. Sag es doch einfach, wenn du nicht mehr Musik machen willst. Ist kein Problem. Wir finden für dich vielleicht auch irgendwie einen Moderationsjob oder so. Und ich so, nein, Jungs, ich finde es immer noch geil. Aber ja, der hat absolut recht. Motivation ist irgendwie definitiv nicht mehr da. Bla bla bla. Also wirklich heavy Gespräche gehabt. Die haben mir Kappe gewaschen. Und das habe ich vielleicht gebraucht, um irgendwie einen Kick zu bekommen. Und ja. Ja, und ich glaub, man merkt, darum hat das jetzt auch so resoniert. Ich glaube, man merkt dann auch, dass in deinem Echtheit und in deiner Authentizität, das jetzt trotzdem nochmal etwas anderes ist, oder? Es ist nicht ein klassisches Baschi-Album, es ist ein Baschi-Album. Logischerweise erkennt man den Baschi und das hört man alles. Aber es hat trotzdem neue Elemente, Eigenheiten, die man bis jetzt noch nicht so kennt hat. Und ich glaube, das macht schon etwas aus. Dass halt eben so ein anderer Prozess dann auch für die Leute irgendwie spürbar ist. Dass so, das ist jetzt nicht wie das Letzte. Voll. Und eben, das tut meinem Sound sehr gut und meiner Persönlichkeit irgendwie. Und ich bin so froh auch eben, ich sage auch in jedem Interview irgendwie, ja, ich bin so froh, dass ich Dabu anrufen, von Dabu Fantastic, und ihm gesagt habe, hey Dabu, du musst mir jetzt helfen, wir müssen zusammen ein paar Songs schreiben. Und er so, ja, voll easy, Mann. Er ist ja wirklich ein ganz entspannter Dude, manchmal ein bisschen zu entspannt irgendwie. Und er ist Lehrer, ganz wichtig. Er ist Lehrer und das... Das kriegst du nicht weg, gell? Das bekommst du einfach nicht weg. Ich darf so mit ihm reden. Ja. Und habe ihm auch schon... Und das ist eben das Geile. Ich meine, der Dabu ist ja wirklich durch und durch ein Musiker. Mhm. Also ein Tag, der verstreicht, wo er nicht an seinem Flügel hockt und irgendwie 2,5 schlaue Sätze aufschreibt, ist ja ein verlorener Tag für ihn. Mhm. Das ist bei mir definitiv nicht so. ich sage jetzt nicht, was ein verlorener Tag wäre bei mir. Aber bei mir ist es das nicht. Yeah. Und ich stand zu dem. Ich habe kein Problem, wenn ich sage, hey, ich muss nicht jeden Tag einen Song schreiben. Und ich schreibe dann einen Song, wenn ich es spüre. Und wenn ich es nicht spüre, dann schreibe ich keinen Song, sondern mache irgendetwas anderes. Aber eben, er ist dort wirklich
Und das beeindruckt mich. Mhm. Wie, und ich spüre das, wie er das so ums Verrecken will. Musik machen, auf die Bühne stehen und eine gute Zeit haben mit seiner Musik und seinen Fans. Und das spürt man und das ist ansteckend. Wenn jemand so drauf ist, ist das ansteckend. Mhm. Das kann wirklich inspirierend sein. Und für mich ist das inspirierend gewesen, in diesem Prozess, um wieder in die Gang zu kommen. Nach 3 Jahren einfach nie irgendetwas schreiben, jemanden zu treffen, der einfach jeden Tag schreibt. Yeah. Und immer am Studieren und immer eine neue Geschichte und immer, weißt du, was ich meine? Und das war für mich sehr inspirierend gewesen. Und mit ihm habe ich jetzt 2, 3 richtig geile Tracks schreiben und bin ihm auch gottfroh und dankbar. Und er ist so herzig, warte mal schon. Warte, ich muss es schon sagen. Ich muss es schon vorlesen. Dabu. Danke, dass du mich so viel erwähnst in diesen Interviews. Ich habe es wirklich nicht wegen dem gemacht. Aber ich nehme die Promo gerne mit. Ich würde sehr gerne mit dir anstoßen. Ja. Jetzt hast du überlegt, ob du den Rest alles sollst lesen. Nein, wir treffen uns am Samstag bei mir daheim, bei uns daheim. Und ja, wir hatten noch nie die Möglichkeit gehabt, eigentlich auf das Album irgendwie mal mit einem Glas Rotwein anzustoßen. Und ja, das machen wir. Ah, ja. Aber ist mega herzig, oder? Irgendwie. Ja, das ist jetzt für den Dabu ist das jetzt eine Reise. Das hat er nämlich mit mir im Port erzählt. Weil er ist auf Bern gezogen. Und dann hat er gefunden, ja, jetzt auf die Leute in Zürich, so sich mal treffen, ist jetzt immer ein mega Ding. Weil er muss von Bern auf Zürich. Nein, eben, ich meine. Und darum, all das Zeug, das muss man auch zelebrieren. Also jetzt ist fucking Nummer 1 Album, dann muss man mal die Möglichkeit haben, irgendwann sich zu treffen und anzustoßen. Verstand ich absolut. Das ist sehr wichtig. Ich bin gerade am Überlegen, weil der Dabu, wie alt ist der Dabu? Der ist über 40, ja, der ist 43, glaube ich. Der ist noch ein bisschen älter als mir. Ein bisschen, ja. Er ist halt Lehrer. Die sind immer ein bisschen älter. Ich kenne keine Lehrer, die jünger sind. Nein, Dabu, we love you. Nein, er hat auch eine rechte Reise hinter sich. Mega. So, Achtung. 43, ich weiß es. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Anfang 40. Ja, du bist ja bei Dabu Fantastic. Such mal den Dabu Bucher. Noch so ein Künstler, der nicht zu seinem Alter steht. Wieso? Wer noch? Nein, die Frauen stehen doch alle, sagen doch nie, wie alt sie sind. Oder weißt du, wie alt Mia Agatha ist? Stock, glaub, nein, aber ich habe auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr an mich gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe lustig, wie sie jetzt gerade denkt. Ja? Nein, also ist 42 jetzt wohl so, oder? Ich glaube 22, 41, ja. Mhm. Ja, aber zum Beispiel... Schnitzt das zum Beispiel? Wenn du willst, aber eigentlich nicht. Aha, aber es läuft einfach durch. Nein, aber zum Beispiel die Maya Brunner haben wir hier gehabt, die hat kein Problem damit zu sagen. Ja, Maya ist ja cool. Eben? Ja. Also ich wüsste wie viele nicht. Gäste hast du jetzt so, was, nein, wie lange, also der Podcast gibt es jetzt schon 5 Jahre? Nein, nicht ganz, nein, 4,5. So. Du bist ganz am Anfang dabei gewesen. Ich bin einer von den Ersten gesehen. Ja, 4 Jahre. Und mittlerweile hast du wie viele Leute, oder wie viel die Folge, kannst du das sagen? Ja, also insgesamt... Locker über 100. Ja, du bist dann 138 oder so, 139 mit Gast und ohne sind wir jetzt bald bei 200, alles in allem. Aber geil, das sind auch noch so Re-Uploads und was weiß ich dabei. Also effektiv neue Folgen mit Talk-Gast sind wir jetzt bei 140. Und jetzt kommt noch ein, dann kommt der mit dir. Das ist quasi der 13. Freitag 13. Okay. Ja. Und dann können wir sagen... Bin ich in der Ferien. Bist du in der Ferien, ja? Hey, ich freue mich so. Und ich bin kurz vor meiner Premiere, siehst du? Dann sind wir an einem komplett anderen Punkt. Aber ich habe diese Mail bekommen. Ja.
Oder ein WhatsApp, ich weiß es nicht. Einladung, ja. Yeah, super geil. Dreimal Anmeldung, Anmeldung, Anmeldung. Und wenn sie es bis jetzt nicht geschnallt haben, hier haben sie nochmals die Möglichkeit, sich anzumelden. Ja, wann ist die Premiere? Wann? Am 18. Oktober. Und machst du gerade 2-3 Daten hintereinander? Ja. Yeah. Also am 19. ist auch noch etwas? Ja. Yeah. Am 20. auch und also, am 21. Dann kommen wir am 20. oder am 21. Also ist gut. Das wäre hure geil. Ja. Kommen wir am 21. Weil dann ist Ende von meiner Woche. Und dann... Gehen wir noch zum... Ein Gäckling war die. Dann kommt der Hock, denke ich, in jeder Vorstellung in der ersten Reihe. Nein, dann gehen wir noch... Ich kann es jetzt nicht sagen, der kommt ja vorher raus. Aber ja, wir trinken dann etwas. Genau, komm mal. Aber ich freue mich 21. auf dein neues Programm. Das ist doch super. Das wird nämlich eine intensive Woche, weil am Dienstag bin ich noch in Berlin. Also Montag, Dienstag bin ich noch in Berlin. Also was, Quatsch Comedy oder? Nein, das große Kleinkunstfestival. Oh wow. Auch mit Auftritt? Live. Auftritt? Ja. Auf Hochdeutsch? Wettbewerb. Oh wow. Auf Hochdeutsch. Gefilmt? Gefilmt. Im RBB. Live ausgestrahlt. Oh wow. Mit irgendwie Voting nach der Elfi zu oben oder so. Das heisst, es wird eine lange, lange Geschichte. Und dann fliege ich am Mittwoch. Hoffentlich. Jo. Ja. An deine eigene Premiere. Genau. Also ich habe ein paar Notnagel. Jo. Also Zug wäre eine Möglichkeit. Zug wäre eine Möglichkeit. Taxi. Taxi, Automiete, irgendwie sowas. Ja. Es hat noch einen zweiten Flug danach. Also es geht irgendwie. Du siehst schon kommen, der andere passt seine eigene Premiere. Oh Mann. Genau, und ich komme eine Woche später, also wenn ich am Donnerstag in die Ferien gehe, komme ich am Donnerstag heim. Dann könnt ihr entweder am Donnerstag kommen oder am Freitag. Ja, oder am Samstag, hast du doch gesagt. Ah, oder am Samstag spielst du ja dann. Ja, okay. Und dann habe ich eben meine ganze Woche durch. Ja. Meine Mörderwoche. Und dann freue ich mich, am Samstag noch etwas zu trinken. So. Zwar nicht gegenüber vom Theater, weil es ist jetzt schnell zugegangen. Aber wir werden schon etwas finden. Hey guys! Hey guys! Du, sorry Schatz, ich muss schon abhängen. Hey, yeah. Ja, das sind Insider, sorry. Ja, wenn du so eine intensive Beziehung führst mit einem Comedian, dann erlebst du die ein oder andere lustige Situation. Das Schöne an meinem Job, das bin ich mir manchmal gar nicht bewusst. Für das kann man aber den letzten Podcast mit dir hören, weil dort erzählen wir die Geschichte. Ist das so? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Und ich habe sie ja sonst schon mal erzählt. Okay. Ich glaube in der letzten mit Matteo. Weil er ist so ein grosser DJ Antoine-Fan. Da haben natürlich meine besten DJ Antoine-Stories erzählt. Hey guys! Was geilste dort ist? Matteo? Guten Rat. Ist das der Basler? Ja. Yeah. Ist der lustig? Ja. Yeah. Er ist komplett irre. Ich habe meine Mutter mitgenommen an Swiss Comedy Awards, gell? Und sie ist großer Fan von Matteo. Und jetzt hat sie aber schon mal gesagt, ich finde das lustig, weißt du, das ist so herrlich lustig und so. Ja, alles klar. So, und danach hat irgendwie sind wir so draußen und sie und Matteo reden irgendwie miteinander. Und danach hat sie gesagt, jo, weißt du, ich finde den Matteo so lustig. Und ich so, ja, ich weiß. Und sie, aber der ist schon komplett irre. Und ich so, ja, ja. Und sie, ah, eben. Schon, ja, das ist grossartig. Du hast die Mutter ja auch schon ein paar Events mitgenommen, oder? Das ist, ich finde das... Ja, aber sie hat Angst vor so Events. Sie hat Angst? Ja. Aber sie... Die Mütter sind komplett überfordert. Ich weiß nicht, wie deine Mutter mit dem sie umgeht. Ich glaube nicht einmal, dass sie so überfordert war. Aber nervös ist sie sicher gewesen. Ja, aber sie ist natürlich eine mega Entertainerin, gell? Das ich habe lustigerweise deine Mutter noch nie kennengelernt. Kann das sein? Ja, es kann sein. Ja. Siehst du, bist du eben auch mal. Sie ist eine mega Entertainerin. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, ja, inwiefern Entertainerin? Ich habe das Gefühl, sie ist in der Comedy-Szene und ich nicht. Schon? Ja. Wirklich, komm schon, komm jetzt. Und wirklich, auf einmal ist so ein riesen Kreis. Ja. Und du siehst oft jemanden. Okay. So, also, und alle drumherum. Ah! und ich bin so drei Schritte nebenan. So. Ja. Oh, übrigens, das ist noch mein Sohn. Das war meine Mutter. Ja. Aber ja. Nein, jetzt sind alle so nett gesehen und weißt.
Sie ist, glaube ich, recht happy gesehen am Ganzen. Aber ich finde, die Mutter macht es großartig, wenn sie nicht mehr ist. Also, bist du jetzt nein, die ist auch cool, ist auch so ein Freigeist. Ich würde jetzt mal behaupten, meine und deine Mutter hätten zu Heu auf der gleichen Bühne. So. Definitiv. Ist auch, meine Mutter ist auch ein Freak, Mann. Also ein Freak, also auf eine gute Art, weißt du, so. Mhm. Sie ist jetzt gerade in Malaga. Okay. Ich bin jetzt einfach so in den Sinn gekommen, shit, ich muss mich wieder mal melden. Der Klassiker. So mal anrufen, wie es eigentlich kommt. Und geht dann im November in die Türkei. Bei den Ferien? Ja, sie ist pensioniert. Ja, ist aber geil. Deine auch? Nein, noch nicht. Hat noch ein paar Jahre. Was, ein paar Jahre? Ja, was hat sie? Jetzt wird sie 60. Was macht sie? Sie schafft Teilzeit für das Unispital Basel und dann noch so ein Projekt, noch nicht ganz klar, bla bla bla. Okay. So. Aber ja, ein paar Jahre hat sie noch. Aber hast du es gut mit ihr? Mega, sie schreibt auch, das, jetzt kann ich mal einen Plag machen wenigstens. Gell? Sie schreibt auch Bücher. Oh wow. Mhm. Und die kann man sogar buchen. Kaufen. Downloaden. Guckst mal rein. Cecil von Mutzenbecher. Also Roman, oder was? Ja. Ihre Halbschwester hat sie ein Solostück geschrieben für sie. Und das hat sie. Kennst du das? Käsmeier in Sissach, ist glaube ich. Sissach, ja, das ist... Ist es in Sissach? Bin mir sicher. Dann hat sie das dort aufgeführt. Dann such mal die Bücher, sollte. Genau, Lost hat das geheißen. Das war ein Solostück, wo dann eben meine Tante gespielt hat, die Schauspielerin. Und meine Mutter hat es für sie geschrieben. Und alles so. Also, eine sehr kreative... Feiert ihr Weihnachten so zusammen, im grossen Kreis? Ist immer anders. Das ist immer anders. Okay. Aber ja. Aber das stelle ich mir sehr glatt vor. Ja, ja. Es ist so die Schauspielerin, die Schriftstellerin, der Comedian, alle an einem Tisch. Also es ist lustig. Also ich bin recht reduziert meistens an Weihnachten. Ja, schon, hä? Ja, ja, ja. Ja, ja. Das sind andere. Also weißt du, wenn dann noch mein Vater in Hochform ist, da genau, schau jetzt. Schluss mit dem Theater. Das ist sehr empfehlenswert. Krass. Mhm. Das ist ja wirklich lustig. Anyway. Ich habe das Gefühl, wir sind komplett jetzt abdriftet. Natürlich, aber das ist ja ein Podcast, das gehört ja dazu, oder? Okay. Eben, du sagst, wenn... ist alles noch gut? Ja, natürlich. Okay. Es ist alles gut. Wir können auch weiter über unsere Mütter reden. Ich finde das auch mal schön. Wie sind wir überhaupt auf die... wegen Matteo eigentlich nur. Genau. Und wie sind wir auf der... Wegen DJ Antoine. Hey guys. I'm standing here in front of the Three Kings Hotel. Hast du das gesehen, wo er mit dem Velo an den Gig gefahren ist? Mit dem kaputten Velo? Wo er so quietscht hat. Das war so geil. We are driving to the... Quick, quick. I am coming. Oh Mann. Was für eine Legende. Ja, nein, auf jeden Fall haben wir dort... wir haben schon ein paar so von diesen Storys ausgetauscht. Darum... Kein Ding. Aber wo sind wir vorher gesehen? Ja, überall und nie nicht. Beim Tabu. Ja, unter anderem yeah. Im Tabu, ja. Ja. Yeah. Aber ich stelle jetzt mal eine anständige Frage, aber ich merke, du hast dich null darauf vorbereitet, gell? Ich habe mich noch nie vorbereitet. Es ist ja auch kein Interview. Es ist ja kein Interview, es ist ein Gespräch, oder? Es ist ein Talk. Eben. Ja. Yeah. Aber ich kann dir schon eine Frage stellen. Nein, eben, ich finde es so unangenehm. Weil es ist eben kein Interview. Da merkt man einfach wieder...
dann hocke ich mal so an, wie ich das will. Ja, natürlich. Du kannst machen, was du willst. Mit dem geklauten Zara-Hemdli. Jetzt habe ich's. Also, das kann ich sagen, wenn du vom geklauten Zara-Hemdli redest. Du hast mich inspiriert für mein neues Bühnenoutfit. Ohne Shit. Ja, wo ich den in Gelterkinder gesehen habe. Aha, in... Im Marabu. Du bist auftreten? In der Eröffnung, gell? Ja. Und wie bin ich da auftreten? Wo du nie gedacht hättest, dass ich wirklich komme. Aber du hast uns eingeladen, dann sind wir gekommen. Eben, und es hat geklappt mit der Gästeliste. Das ist schon immer... Meinst du, wie viele tausende Menschen ich schon eingeladen habe? Stehen jetzt ja. Am Eingang und sagen, doch, Meier, doch, Gästeli. Nein, wir haben nie Meier auf der Gästeliste. Oh. Nein, der Baschi hat mir geschrieben, ich darf kommen. Ja, sorry. Der Lana hat gesagt, das war ja bei der Hochzeit so. Du hast ja für die Hochzeit schon oft irgendwelche Leute eingeladen. Was für meine, unsere Hochzeit? Stimmt doch nicht. Doch! Sie hat gesagt, komm auch an meine Hochzeit. Komm auch! Ja, ja, habt schon Platz. Ein mehr oder weniger. Eben, also das hast du glaube ich immer gedacht. Ja, gedacht. Komm, jetzt sag dein Outfit. Und dann habe ich eben im Zara so eine Jacke gefunden. Und das hat mich ein bisschen erinnert an das eine Hemd, das du da gehabt hast. Weil das war eigentlich der Grund gewesen. Ich habe dich dort gesehen, in dem Gelterkinder, in der Marabu auf der Bühne. Und ich habe so gedacht, das ist jetzt eben, das ist spürbar ein Bühnenoutfit. Was immer, du hast so eine Hemd angehabt. Und irgendwie hat es gefunden. So ein bisschen Muster, oder? Ja. Gell, irgendwie so, ja. So und ich habe gesagt, floral. Genau. Und du hast es sogar noch gewechselt, irgendwann. Ja, schreib schnell. Raul. Das ist mein Manager. Raul, wie geht's? Wie geht's dir? Gut. Du weißt ja schon, dass ich Joel von Mutzenbecher bin am Podcast. Ah, jetzt gerade? Ja, und du bist live auf Sendung, also jetzt reiss dich zusammen. Hör auf, also tschüss, wir hören uns. Hey, schau mal schnell, wo bin ich auf iTunes? Nein, jetzt hör auf. Freudig, gell? Das ist ein St. Gallen. Ein völlig, nein, toller Typ, Mann. Ja. Ich bin so froh, den in meinem Team dürfen zu haben. Er ist im Radio Top gewesen, als Moderator. Also ist ein bisschen wie von der Medienseite gekommen. Yeah. Und ist jetzt bei Gadget und ist hure motiviert, Mann. Und der Tabu arbeitet auch mit ihm zusammen so. Nein, ist gut. Ja. Geil. Ist eben lustig. Was du gesagt hast, so, wo du gefunden hast, du hast mich gesehen im Marabu auf der Bühne stehen und denkt für dich so, so muss ein Bühnenoutfit sein. Yeah. Alter, ich mache mir eigentlich schon mega viele Gedanken, aber ich finde es so schwierig. Das grösste Phänomen ist für mich Pegasus. Ich meine, die laufen ja seit gefühlt 20 Jahren in ihren Anzügen auf der Bühne umeinander. Mhm. Und recht taillierte Anzüge. Mhm. Also ich denke mir so, ich könnte keine drei Songs könnte ich aushalten. Mhm. Aber ich muss doch, weißt du, bist ja auch eher physisch auch auf der Bühne. Ich muss etwas haben, das luftig ist. Mhm. Schon nur das T-Shirt jetzt hier, das ich habe, beklemmt mich schon. Weißt du, was ich meine? Das heisst, die Hemden sind noch gut, weil sie sehr fein sind. Die kannst du auch ehrlich gesagt in einem L oder XL anlegen, die fallen so. Und sie sehen irgendwie noch lässig aus, ja, irgendwie so. Aber eben, so eine Band wie Pegasus oder der Noah, wo da wirklich mit Fliegen, mit Fliegen 90 Minuten eine Show macht. Hey, also wirklich Chapeau. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ja, ich glaube, es kommt ja darauf an, wie man das Bühnenoutfit muss nutzen muss. Und klar, eben, die Physis macht extrem viel aus. Also weißt du, ich habe dann gemerkt, beim einen Programm habe ich meine langen Lümpen angehabt und so, oder? Ja. Und so weite T-Shirts. Ja. Und das ist aber das Programm gewesen, wo ich viel physischer geworden bin. Ja. Weil eben auf einmal, früher habe ich immer so ein enges Hemdli angehabt. Ja. Dann bist du gar nicht so... Genau. Dann fühlst du dich aber so ein bisschen eingeschränkt. Und wenn es lockerer wird, dann kommt es auf einmal. So. Auf jeden Fall habe ich dich da gesehen und ich habe so gedacht, ich muss das jetzt auch mal machen. Aber machst du jetzt das bei der Premiere viermal hintereinander?
ist es immer viermal das gleiche Hemdli? Nein, es ist eben ein Jäckli. Und ich habe es eh nicht die ganze Zeit an. Das also heißt, drunter ist einfach noch ein Shirt. Genau, aha, okay. Genau. So, und dann ist easy. Weil eben schlussendlich ist ja dann für, ich sage jetzt mal, nach einer halben Stunde oder irgendwie so. Schwitzest du eigentlich auf der Bühne? Selten, aber wenn ich eben das Jäckli zu lang anhabe, dann schon. Oder? Und darum musst du dann irgendwann... Jetzt momentan habe ich zwei Möglichkeiten. Das ist ganz am Anfang schon abziehen oder das ist irgendwann so nach einer halben Stunde. Und dann hat eben im T-Shirt spielen ist eigentlich am geilsten, weil das ist wirklich einfach ja. Das ist so ein luftiges Hemdli. Im Sommer habe ich jetzt so eine luftiges Hemdli gehabt, das ist eben auch noch gut. Bist du momentan am Spörteln? Nicht mega aktiv. Wegen? Ja, es nimmt einfach vor einer Tour, ob du auch das Gefühl hast. Nein, aber ich tue natürlich schon, die Ernährung zum Beispiel ist dann schon wieder sehr auf den Punkt vor der Tour. Das ist so ein bisschen dein Thema, gell? Ja. Yeah. Solange ich kann, mache ich es über die Ernährung. Nein, aber du bist sehr in diesem Thema belesen, kann das sein? Ernährung? Ja. Yeah. Ja. Also weißt du, interessiert es dich? Ja. Yeah. So, aber ich würde nie sagen, ich bin belesen in dem. Sondern was, die einen sagen, es ist so, die anderen sagen, es ist so. Aber du bist nicht extrem, was die Ernährung angeht? Mm-mm. Nein, aber ich bin es mal gesehen. Ich bin mal vom einen Extrem ins andere gefallen und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt so irgendein anständiges Mittelmaß. Okay. Also wenn ich wirklich, wirklich Bock auf eine Pizza habe, was gar nicht so oft ist, aber ja, wenn ich wirklich Bock auf eine Pizza habe, dann soll ich fucking auch eine Pizza essen. Also weißt du? Und ich meine, wir sind beide sehr kulinarische Menschen. Sehr und ich finde, ich bin sehr, eigentlich sehr diszipliniert. Ich bin genau wie du. Also logisch könnte ich noch schnell im Mac hier, Pizza hier. Aber ich mache es wirklich nicht. Ausser die Kontrolle verloren über mein Leben. Und das passiert ab und zu. Und dann mache ich es eben auch so. Yeah. Aber ich sauf keine Cola. Ich esse keine Riegel. Ich esse keine Sandwich. Also, ja, dann esse ich ein Sandwich. Aber das ist dann wie meine Mahlzeit am Tag. Weißt du, was ich meine? Irgendwie. Dann esse ich am Oben vielleicht noch etwas Kleines. Mhm. Wenn ich wirklich keine andere... Aber weißt du, ich esse keinen Scheiß. Mhm. Und wenn ich andere sehe, die essen eigentlich nur Scheiß irgendwie. Hey, das Wichtigste ist ja eigentlich wirklich kein Convenience-Food. Das ist eigentlich der große Kracher. Alles, was in irgendeiner Art und Weise fertig ist. Das ist oft immer der Tod. Und darum finde ich dann auch geil, ich meine, wo wir das letzte Mal sind wir ja durchgedreht, ab diesen Tomatenspaghetti, ich meine, das ist ja etwas vom Simpelsten, aber ja. die sind einfach insane geil gewesen, oder? Ja. Die eine Beilage, die Tomatenspaghetti. Und das finde ich dann das Schöne, dass man eben kulinarisch dann umso mehr feiert und genießt und eben solange alles irgendwie frisch und selber gemacht ist, dann stört es mich nicht, wenn fucking 20 Gramm Butter mehr drinnen ist, weil es schmeckt dann halt geil. Ja, Taste, so. Baby. Aber was ich auch wollte sagen ist, das ist auch lustigerweise, ich habe das Thema touchiert, sag ich mal, in meiner Promotion-Zeit jetzt rund ums Album. Männer und Body. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nein. Nein. Es ist ja immer früher ein Thema gewesen, Girls und ihre Body. Mhm. Unwohl, Essen, übertrieben Essen. Und das ist immer so ein Thema von den Frauen gewesen. Mhm. Und ich merke es, je älter ich auch werde, wie mehr das auch ein Thema von Männern wird. Fühlt man sich wohl in seinem Body? Mhm. Fühle ich mich wohl auf der Bühne? Fühle ich mich jetzt gerade irgendwie wohl in meiner Haut? Mhm. Ist das nicht auch ein wahres Thema für dich? Für mich ist das ein volles Riesenthema. Weil ich würde sagen, bin ich eitel? Ja, ein bisschen eitel schon. Ich schaue schon in den Spiegel und will einigermaßen irgendwie aussehen. Bin ich dann aber so eitel, dass ich sage, hey, shit, Mann, jetzt muss ich einfach abnehmen. Mhm. Jetzt muss ich einfach... Schaffe ich es? Nein, ich schaffe es nicht. Irgendwie. Ich schaffe es irgendwie nicht. Weil eben, ich bin doch zu wenig eitel für das. Nervt mich dann aber trotzdem ab einem Bild, das ich dann vielleicht sehe, wo ich finde, so scheiße. Oder an einem Interview, wie jetzt hier genau. Jetzt bin ich zum Glück schwarz in schwarz. Aber weißt du, wenn da noch irgendwie etwas rausschaut, ja, dann bin ich wieder genug eitel für das, um zu sagen, shit, man, nein. Mhm. Und ich glaube, es geht ganz vielen Männern so, habe ich das Gefühl, irgendwie. Wo einfach
das Body-Shaming, Body-Positivity oder wie man dem ganzen Scheiß sagt, dass das ein riesen Thema ist, findest du? Ich glaube schon, ja. Ich merke bei mir aber, dass es nicht durch Eitelkeit gedreht wird, sondern wirklich einfach, wenn Tour ist, ich will nicht krank werden. Und ich will es durchstehen. So, also wenn Saison ist, vor allem. Weil einfach, es läuft dann brutal viel. Also mein, wenn ich jetzt an meine Premiere-Woche denke, wenn ich dort nicht 100% fit bin, dann wird es eine verdammt lange Woche. Ja. So. Und der Sommer wird mir eh nicht so krank, weißt du? Irgendwie. Ja. Und dann habe ich nicht so Gigs. Und dann schaue ich nicht so auf meine Zeiten, wo ich irgendwie esse. Und dann finde ich, ach komm. Und dann sind es ein paar Kilo mehr. Aber wenn dann der Sommer aufhört, dann bin ich aber schon sehr schnell am Schauen. Ja. Und finde, jetzt müssen wir langsam wieder bereit sein. So. Aber darum, ich mache nicht aktiv Sport. Aber ich merke schon, dass ich meinen Körper ein bisschen nebenan trimme, damit das ja wieder funktioniert. So. Ja, du gehst aufs Velo und so. Ja, aber eben, ich merke jetzt zum Beispiel mit Stress im Beruf, Vernachlässige den Sport komplett. Ich bin nicht. Eben, es gibt ja dann die, die wirklich noch vor dem Job noch schnell, auch wenn es nur 40 Minuten ist, yeah, noch schnell ins Gym säckeln. Scheiss mich an, das mache ich nicht. Ich muss wie so eigentlich den ganzen Morgen frei haben und dann gehe ich ins Gym, auch easy 2 Stunden, weißt du so. Aber ich unter Stress oder unter Druck noch in ein Gym und noch müssen irgendwie etwas machen, damit ich kann sagen, hey, heute habe ich dann noch 5 Kilometer gesäckelt, mache ich zum Beispiel auch nicht. Ja. Aber das schleicht sich jetzt so ein. Und ja, es ist das beste Beispiel, die letzten 3 Wochen vielleicht einmal im Gym gewesen, so, weil immer irgendetwas gelaufen ist, wird ich noch krank. Also weißt du, wie hole ich mir noch irgendeine Erkältung, eine Grippe, dann läuft ja sowieso nichts im Gym und auf einmal schaust du zurück und bist so 1,5 Monate einfach, hast nichts gemacht. Und dann merke ich so, am Morgen Mühe mit Aufstehen, schnell müde, auch vielleicht sogar ein bisschen mehr gereizt als sonst. Sport gibt mir schon brutal, Sport kann dir schon mega etwas geben, Power und eine gute Einstellung und einfach positive Vibes irgendwie kann der Sport schon huren irgendwie. Und eigentlich vermisse ich es schon, wo es mich immer anschießt, dort in den huren Keller runterzugehen und zu schwitzen. Aber es ist halt schon das Feeling, nach getaner Arbeit, also sprich Sport, ist halt schon huren nice. Ja, das Alana zum Beispiel, meine Frau hat viel mehr, das ist eben, ich staune bei den Leuten, die haben so dermaßen Disziplin. Also weißt du, die gehen jeden Tag. Ich lese aber gerade ein Buch über das. Das finde ich noch spannend. Es heißt Atomic Habits, heißt es, glaube ich. Also ich lese einen Teil und ich lese einen Teil. Weil es fällt schon dort an. Kann es sein, dass ich da einmal ein Review gehört habe im... Ich sage schnell, geht es so um Zukunft, dass alle dann irgendwie plastisch und so sind, oder? Nein. Zum Roboter. Nein, es ist kein Roman. Ich habe gemeint, ich habe mal über... Ah. So, es geht wirklich um so mini Angewohnte, wo man halt umändert. Also es macht absolut Sinn, dass halt irgendwie, was auch immer du in deinem Leben als Angewohnte hast, ja? Es gibt gute Angewohnheiten, es gibt schlechte Angewohnheiten. So. Und dass das im so rauszoomt, dass das eine Mini-Änderung ist, aber dass das auf die Länge eine maximale Veränderung macht. Ja. Und das, also sag mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist eins, das er nennt, von einem Typ. Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Der hat immer Fingernägel gehabt. So. Und er wollte damit aufhören, aber das ist halt noch schwierig, weil man macht es die ganze Zeit und irgendwie unterbewusst und bla bla, so, oder? Und dann hat er sich eine Maniküre gebucht, wo einfach mal seine Nägel gemacht hat, damit er stolz war drauf. Und dann ist er stolz drauf und dann hat er auch nicht mehr wollen. Und dann hat er sich immer wieder die Maniküre gebucht. Das ist ein super dummes Beispiel, weißt du? Aber es geht eigentlich um das. Ja. Dass einfach er durch das, er hat es einfach wie umgebracht.
geholt in seinem Kopf. Er hat gefunden, ah, ich will jetzt stolz sein auf meine Nägel. Und darum hat er das dann nicht mehr, ich glaube, seine Frau hat ihm sogar die Maniküre gebucht. So. Es geht noch ganz. Das Buch soll einem helfen, aus irgendwie eben ein bisschen aus Zwang rauszukommen. Oder keine Ahnung, wie würdest du dann. Oder, ja, es ist einfach. Oder eben, wie würdest du es auf dein Leben nutzen? Wenn du jetzt sagst, diszipliniert, oder? Ja. Dann ist es wirklich so etwas wie, statt dass du denkst, fuck, ich muss irgendwie, eben wenn ich mal ins Gym gehe, muss ich jetzt das Maximale rausholen. Ja. Und dann tue ich mich dort irgendwie 3 Stunden abrissen, bis ich komplett am Arsch bin. Dass man eher probiert, in seinen Alltag einzuführen. Ja. Wie halt, eben, keine Ahnung. Ich meine, ich laufe immer steigen. So, vorher sind wir den Lift, haben wir den Lift genommen, weil da habe ich keine Ahnung, wo steigen ist. Nein, aber. Im Normalfall sage ich, ah, steigen, geil, nimm ich. Ja. Oder? So Zeugs. Oder mit dem Velo nehmen an. Ja. Und so weiter und so fort. Das sind halt so kleine Angewohnheiten. Oder? Und was auch immer man in den kleinen Angewohnheiten verändert, kann es im Großen dann etwas bewirken. Weil zum Beispiel hat in diesem Buch haben sie es vor der, um jetzt einen Sportbezug zu nehmen, haben sie es vor der. Ich glaube, englische, das ist Halbwissen jetzt, aber sie haben es, glaube von der englischen Velo-Nationalmannschaft, so, sagen wir irgendwie so, ja, wo nie wirklich erfolgreich war, bis vor 15 Jahren oder was auch immer. Und davor ist immer so alles so medium gelaufen und eher schlecht, ja. Und was weiß ich. Und dann ist ein neuer Typ gekommen. Ja, jetzt, also die sind erfolgreich jetzt. Und der hat dann Mini-Änderungen angefangen. Und zwar wirklich so ganz, ganz kleines Zeugs. Im Training oder. Im Training, aber auch irgendwie hat er geschaut, wenn wir dort, wo wir die Velos lagern, wenn wir dort den Hintergrund in dieser Farbe haben und die Velos in dieser Farbe, dann sehen wir auch irgendwelche Schmutzpartikel auf dem Velo besser, dass das sicher, sicher super putzt ist. Und wenn wir das Material, das sind alles Mini-Änderungen gesehen, oder? Und die Kondition, die kann man eher so trainieren, anstatt so. Und alles das hat dann dazu geführt, dass die eben jetzt, ja, drehen die irgendwie, weiß nicht wie, auf Tour de France, ja, genau, ja. Mannschaft irgendwie Olympia, okay, ja. Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich von einem Typ gesehen, der nicht etwas geändert hat, sondern ja. Der hat 100 ganz kleine Sachen geändert. Und einfach geschaut, dass in dem das Optimalste rausgeholt werden kann. Und ein von meinen Lieblingsköchen, der Marco Pierre White, falls du den kennst, no. Das ist der, der Gordon Ramsay gelehrt hat. Das sagt auch, Perfektion sind ganz viele kleine Sachen gut gemacht. Es ist selten das eine Ding, oder? Und ich sehe es eben das Gleiche mit so, wenn du sagst, jemand ist diszipliniert, denke ich, ja, das ist, weil es einfach so, so eingepfercht ist, wie so etwas wie das Bett machen am Morgen und all das Zeugs, was ich immer erzähle, oder? Was schaust du jetzt? Ah, der Marco Pierre White. Das ist komplett irre. Das ist komplett irre. Kann man da im Fernsehen schauen? Also, weißt du, hat der Netflix oder etwas? Oder, ja, der hat oder das wie schon. Wie bist du auf den gekommen, alter Mann? Kennst du den? Nein, ich kenne sicher nicht. Also, ich kenne nicht persönlich. Nein, aber du bist ja noch nie bei dem gegessen. Nein, der hat er nicht mehr. Das ist der, der seine Sterne zurückgegeben hat. Absolute Legende. Schau, jetzt ist er wie so ein Kriegsveteran. Ohne Scheiß, der ist früher komplett insane gesehen. Und das ist er sicher jetzt noch, aber jetzt ist er so ein bisschen altersmild. Ja. Yeah. Ist auf jeden Fall geil, sehe ich. Aber du folgst dem in dem Fall auf Insta zum Beispiel? Nein, ich habe YouTube-Zeugs von dem geschaut. Ah, okay. Es hat mal ein Doku gegeben und so. Und, aber eben so 3-Sterne-mäßig, also top, top, top. Genau, die hat er dann zurückgegeben. Ja, geil. Ja, weil er gefunden hat, es hat nichts mit dem effektiven Kochen zu tun, ja. Sondern dass man das Business richtig versteht. Ja. So. Wo er ja nicht ganz Unrecht hat. Absolut. Ja. Ich meine, es ist ja oft mit Preisen und Auszeichnungen und keine Ahnung was. Oder? Und eben auch hat Gordon Ramsay unterrichtet. Okay. Gelehrt. Also. Das heißt, Perfektion ist ganz viel kleine Sachen gut gemacht.
Ja, und das hat etwas. Und Disziplin ist wahrscheinlich auch so etwas. Ich merke es auch bei mir. So, ich implementiere etwas, aber es muss eben ein zu kleiner Wechsel sein, dass ich es nicht nach ein paar Wochen wieder verliere. Weißt? Ja. Wenn es jetzt ein großer Wechsel ist, ja, dann geht es ja irgendwann wieder, ja, raus. Das, ja, heißt, man muss wirklich ganz ja klein. Ja, das ist spannend. Ich frage mich, wo ich das in meinem Leben kann. Oder wie ich das kann optimieren kann irgendwie. Es ist ja alles. Nur, es geht ja nur noch ums Optimieren, nee. Oder? Ja. Eigentlich schon. Ja. Und eben, wie du sagst. Anstatt, wenn ich muss kommunizieren mit meiner Band, das sind 6 Menschen, mhm, plus noch der Tourmanagerin 7, plus noch das Management. Wie kann man das am besten optimieren? Weil, mhm, es ist immer ein Chaos. Yeah. Egal, wenn du das Gefühl hast, nein, jetzt haben wir den Weg. Mhm. Dummes Beispiel, WhatsApp-Chat. Mhm. Nein, vergiss es. Auch das ist noch nicht der Weg. Also, yeah, weißt, auch das kann man noch optimieren, weil es haltet dich auf. Es unterbricht vielleicht irgendwie einen Flow, keine Ahnung was, irgendwie, es gibt Missverständnisse, also eben, unser Leben kann man einfach wirklich, es ist halt schon so, auch mit der neuen Technik und so, es ist halt schon krass, wie alles immer noch mehr könntest optimieren irgendwie. Das merken wir schon nur mit dem Podcast und Gästebuchung. Aber das ist schon mal sehr geil, wo du gesagt hast, Alter, ich schicke dir einen Link. Schau, wo das Datum frei ist, drück drauf. Du bist jetzt mega happy, weil das mache ich erst seit dem Sommer. Musst aber das vorstellen. Erleichtert doch dir auch, ja, enorm etwas. Natürlich. Anstatt 35 Mal WhatsApp, hey, kannst du dann, schick mir mal 3 Daten. Dort ist es bei mir zum Beispiel schon vorbei. Wenn mir jemand schreibt, hey, schick mir mal 3 Daten. Weißt du, wie mich das, yeah, anschisst? Yeah, yeah, yeah. Aufs Kalender schauen und sagen, ja, das 17. Ja, und vor allem, noch frei. Nein, vor allem, dann schreibst du es ja dann rein. Eventuell 17. Und das passt ja trotzdem nie ganz. Nie. Du schaust ja dann, wenn du sagst, 17. würde noch gehen, jo, denkst du so, jo, also so ideal wäre ja, wär ja auch nicht. Oder? Eben. Das ist unglaublich, oder? Und eben lustigerweise andersrum, wenn ich schon ein paar Daten neu kriege, dann kann ich es wirklich schauen und dann kann ich sagen, ah, geil, dann habe ich wie selber entschieden. Dann sage ich, geil, weil dann verbinde ich es noch, ja, mit irgendwie das geht dann dem Termin. So, oder? Oder weißt du was, ah, ich mache noch einen Termin, den und den dort dazu. Dann. Aber selber sagen, wenn mich jemand fragt, dann gib mir mal 3 Daten. Sage ich, sorry. Sorry. Nein. Und noch schlimmer ist so, hey, am 24. August hättest du dann Zeit. Ich so, ja, Alter. Schwierig, oder? Ja gut, das muss ich natürlich. Das mache ich ganz streberhaft. Also, ich habe gewisse Termine schon 2 Jahre im Voraus und die sind halt oft so. Ja. Aber, ja, das ist auch eher Seite. Aber du weißt, wie es ist, das ist ja mit Tourbooking. Du musst ja irgendwann, ja, logisch, ja, du musst ja irgendwann, ja, ein Fenster frei haben, ja, und dann musst du es einfach zugebucht werden, oder? Ich gehe aus dem Podcast raus und stelle mein ganzes Leben auf den Kopf. Optimiere mein ganzes Leben und dann lässt du mich nächstes Jahr nochmal ein. Und dann erzähle ich dir von meinen Erfahrungen. Karrieren im Arsch, Schäden. Wieso? Was willst du jetzt optimieren? Nein, ich mache Spass. Nein, aber ich verstand schon eben zum Beispiel so, WhatsApp, habe ich das Gefühl, ist nicht wirklich eine Optimierung. Ja, zum Beispiel. Es ist mega es ist, geil. Es aber ist einfach eine Unterhaltung. Aber es ist schon. Du kannst nicht mit WhatsApp Business machen, weißt du, so dumm. Genau. Ist irgendwie. Ja. Wenn jemand eine Spruchnachricht schickt, wo irgendwie noch eine wichtige Info drin soll sein, wie will ich die in 3 Monaten wieder finden? Genau. Ja, genau. Ich muss das Pianist Wort eingeben. Mit dem Pianist. Wenn es um eine Pflanze geht, muss ich nicht mehr Pflanze eingeben, ja, können, ja, und die Pflanze muss aufpoppen. Ja. Sonst geht es nicht. Trello. Kennst du Trello? Ja. Yeah. Ah, wirklich? Ja. Yeah. Mein Pianist hat gesagt, hey, ich arbeite mit Trello, mit anderen Sachen und so. Mhm. Ich habe das Gefühl, das wäre ideal für unsere Band. Mhm. Und gesagt, also komm, let's try. Mhm. Anscheinend. Das ist so eine Art wie eine Pinnwand. Und kannst, yeah, wirklich, und jeder sieht es. Und die es sehen müssen, die sehen es. Die es nicht müssen sehen, die sehen es nicht. Und jetzt probieren wir das mal aus, ja. Yeah.
Also eben, in dem Fall kennst du das auch. Das kenne ich auch, ja. Und würdest du es empfehlen? Hey, es ist schon geil. Das Problem, was ich halt habe mit all diesen Sachen, ist Trello zum Beispiel oder was auch immer, ja. Es funktioniert ja eigentlich immer, sofern du dann alles mit dem machst. Das ist eigentlich ein bisschen der Punkt. Ja. Oder? Weil ich es empfohlen kriegt von einem Kollegen von mir, der hat mir auch geholfen, so ein bisschen meine Einzelfirma richtig zu strukturieren. Das klingt mega blöd, aber auch eine Einzelfirma muss man strukturieren. Und der hat gesagt, schau eben zum Beispiel, schau mal Trello an. So, und wenn jetzt wirklich alles, was irgendwie das Business betrifft, würdest du mit Trello machen, dann wäre es natürlich der absolute Shit. Aber für etwas Spezifisches ist es dann gleich wieder ein Programm mehr. Ja. Weißt, weil ich merke es ja jetzt schon nur kreativ irgendwie, weißt du auch nicht, wenn dir ein Songziel mal einfällt, oder? Dann musst du ja irgendjemand festhalten. So, das Gleiche ist bei uns, wenn uns irgendein dummer Joke oder irgendeine Idee oder bla bla bla. Jetzt kenne ich Leute, die haben dann irgendwie tausende von Fötzel. So, ich habe ein Notizprogramm, ich habe nochmal ein anderes Notizprogramm und habe noch ein drittes Notizprogramm. Und das tue ich dann noch in ein viertes Schreibprogramm irgendwie über tue und so weiter und so fort. Also weißt du, das beherrschst du. Das ist jetzt der ein Prozess, der endlich so funktioniert. Oder? Ja. Aber wenn ich jetzt überlege, wie, eben, wir haben es ja schon probiert mit diesem Part, wie kann man Trello da besser einbinden? Ja. Und mit dem Luca, wo auch noch Gästebuchung gemacht hat, haben wir dann eine Trello-Map gehabt. Aber es muss ja dann auch noch effektiv updated werden. Das Problem ist, man schreibt sich dann gleich ein SMS. Übrigens, ich habe den und den. Okay. So. Jo. Und dann hat es irgendwie niemand zum Trello updated. Ja. Man müsste es mit dem Kalender synchronisieren. Eben wegen dem, Leute, die so strukturiert sind, die haben wirklich meinen Respekt, oder? Also, ja, also weißt du? Ich bin so. Das hasse ich eben auch. Ich meine, ich habe einen tollen neuen MacBook Pro. Habe irgendeine iCloud. Yeah. Habe irgendwie 24 iPhones von meinen letzten 20 Jahren. Immer noch irgendwie sind jetzt die noch irgendwie verbunden. Ja, ich glaube, jedes Streaming-Angebot, Online-Dienst, was es gibt, irgendwie. Aber ist das mit dem? Ich habe das Gefühl, ich zahle im Monat irgendwie für irgendwelche Apps, wo ich gar nicht weiß, dass ich die überhaupt habe. Ich vergesse das dann abzumelden. Also weißt du, was ich meine? Also der digitale Dschungel, man kann es nicht anders sagen, ist hure überfordernd, wenn das nicht wirklich so checkst oder auch nicht irgendwie die Passion für das hast. Und trotzdem brauchst du ja alles, von der Apple Watch über den MacBook und dann noch daheim nochmal einen grossen Mac. Und dann habe ich mir noch das Adobe-Programm gekauft, weil ich gefunden habe, ich mache jetzt irgendwie meine Einladungen selber, check's aber auch nicht. Und dann habe ich noch ein Adobe Cloud. Weißt du, was ich meine? Das habe ich Frank gesagt. Wenn wir alle Clouds wieder zusammenrechnen. Nein, eben, jetzt bräuchte ich jemanden, also wenn jemand jetzt den Podcast sieht und denkt so, hey, ich bin eigentlich so ein Freak in dem. Lass mich schnell mich in deinen Computer hacken. Lass mich schnell schauen, wo bist du, weißt du, so vernetzt. Dann könnte ich dir das aufräumen. Weil zum Beispiel meine Dropbox. Wenn ich eine Rechnung schreibe, wird die Rechnung automatisch in meine Dropbox abgelegt. Aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Weil ich weiss nämlich nicht, wer alles noch Zugriff auf meine Dropbox hat. Also weißt, ich will vielleicht nicht, dass ich sage jetzt mal, der Joel sieht, wenn ich eine Rechnungsstelle für irgendeinen Gig oder keine Ahnung was, dass du weißt, wie viel meine Gagen ist. Ich weiß es ja. Ja, aber du weißt nicht, aber weißt du, was ich meine? Yeah. Ich habe völlig die Kontrolle verloren. Ja, ich merke es. Über mein digitales Leben. Ich merke es, weil du sagst es, während die fucking Handy-Taschenlampe leuchtet. Ja. Das ist der grösste Boomer-Move ever. Nein, das habe ich jetzt gelesen, was der grösste Boomer-Move ever ist. Wenn du nicht ins Mikrofon redest. Wenn du in deinem WhatsApp musst noch Stories machen. Ah, wirklich? Das machen nur die Mütter. Wirklich? Ja. Das habe ich gehört. Okay. Ich finde immer noch geil, auf Facebook sich selber kommentieren
und das dann liken. Ja, aber das haben wir noch nie gemacht. Nein, oder? Aber das gibt's. Aber was auch krass ist, Facebook ist so tot eigentlich. Nein, ist eben nicht. Das ist es nicht. Nein, nein, ich bediene es ja immer auch noch. Aber ist es dann wirklich nicht? Wer ist auf Facebook noch? Eben Boomer. Bist du aktiv auf Facebook? Also, weißt, also ich schaue nicht. Lustigerweise habe ich Events, Facebook-Events. Ja. Habe ich irgendwann den Sommer, als ich in Paris war, habe ich da von der ganzen Tour Events erstellt, ja, oder? Und dann kommst du natürlich 3-4 Mal auf die Facebook-Startseite. Ja. Und dort ist jetzt natürlich bei mir eine komplett andere Startseite als früher, weil früher hatte ich Facebook privat und du hast einfach gesehen, was deine Freunde und Freundinnen postet haben. Und jetzt habe ich eine Page und es kommt auf den Feed, eben wie ein Newsfeed mit Sachen, die ich nicht abonniert habe. Ja. Und dann ist es wirklich so gesehen, dieses leckere Rezept, 17 Rezepte sind die ganze gekommen und coole Feriendestinationen und so. Und was ich merke, ich sage jetzt so Menschen 50 aufwärts, ist Facebook schon noch ein Ding, ja? Da wird dort verkündet, wenn man neue Beziehung hat wenn man sich trennt. Ja. Ferienfotos 170 Stück keine Ahnung, Santo Domingo. Ja. Oh. Also es ist faszinierend, es ist aber schon noch da, oder? Und zum Beispiel der Rob Spence, der hat jetzt den Sommer hat ja Reels rausgeballert. Hat gefunden, jetzt machen das alle, ich mache das auch mal. Und bei ihm ist es unter anderem auf Facebook ist es insane steil gegangen. Krass. Ja. Eben, weil er da genau irgendwie... Weil er genau die Leute trifft, also ich meine, es ist ja fucking hilarious. Was insane crazy ist, unser Freund der Piero Esteriore, oder? Ja. Hast du es mal gecheckt? Der ist jetzt mit seinen Brothers... Nein. Alter. Weltweite also, Social Media... Sensation. Irgendwie 400 Millionen... Hey! Ich meine, ich kenne den Piero seit 20 Jahren, ich weiß nicht, wenn ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er ist mit mir Musicstar emporgestiegen, hat dann 2-3 Abzweige genommen, unter anderem einer ist ein Ringegebäude, weißt du, wo er wird seine Gründe gehabt haben, ich kenne ihn, er ist ein stolzer Italiener, Familie und beleidigt einfach keinen Italiener, ich verstand es irgendjemand durch. Yeah. Jetzt ist er immer wieder probiert mit Musik und so, wahrscheinlich nicht so gut klappt, etc. etc. Und dann kommt er mit seinen Jungs und übernimmt einfach mal das Insta- und TikTok-Game. Mhm. Ey, das ist wirklich, also das ist crazy, Alter. Das ist wirklich, also ich mag ihm das irgendwie von Herzen gönnen. Ja, mir hat's aber auch gefreut. Und irgendwie hoffe ich einfach, dass er sich nicht verarschen lässt. Weißt du, was ich meine? Weil, sorry, wenn du 10 Millionen Klicks auf ein Video hast, oder noch mehr, dann musst du ja Geld verdienen mit dem Scheiß, oder? Also, ich hoffe, der verdient richtig gut Geld. Wenn ich ihn hoffentlich mal sehe, würde ich ihn das fragen. Nein, weil das nimmt mich wirklich Wunder. Weil ich würde mal sagen, er ist momentan wahrscheinlich der erfolgreichste Influencer-Musiker, den wir in der Schweiz haben und vielleicht sogar in Europa. Ja, und ich habe das wirklich erst vor ein paar Wochen habe ich das entdeckt. Aber crazy! Ja. Und zwar ist es, glaube ich, wirklich einfach. Es ist über einen anderen Channel. Italia. Dann weißt du, dass es richtig steil geht. Der offizielle Instagram Italia Channel, wo da die schönen Portofino, Venedig, einmal Esteriore Brothers from Switzerland, die anderen in einer Gondel in Venedig irgendeinen Song verspielen. Hure geil. Das ist schon das Geile an dieser Welt, oder? Er kommt aber nie rein. Facebook hat mich ausgesperrt. Siehst du, er muss immer. Wir haben, glaube ich, noch nie etwas auf Social Media angeschaut. Ja, aber das. Es ist sogar ein amerikanischer Channel gesehen. Und dann weißt du, dass es richtig steil geht. Jo. Wenn andere die Content für ihre Millionen. Jo, eben. Content brauchen, oder? Dann weiss es geht richtig ab. Weil mittlerweile wird ja alles auch richtig erwähnt. Und ich habe nicht mal gewusst, dass der so viele Brüder hat.
Alter, ich habe immer gedacht, das ist er und vielleicht noch einer. Nein, der Mimo, sein anderer Bruder, den kenne ich auch. Da habe ich gedacht, das ist noch einer. Zwei Jüngere. Der hat einfach irgendwelche Brüder erfunden. Zuzutrauen ist es. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass das wirklich sein Bruder ist, sondern vielleicht eher die zwei Cousins oder so. Ja gut, dann sagst du einfach Brothers. Das ja, ist schon so. Okay. Gut, also man findet jetzt nicht von ihnen, also ja, man findet sehr schnell. Man muss einfach irgendwie eingeben, Esteriore Brothers. Ja. Die haben, glaube ich, wirklich etwa 400 Millionen Follower. Warte, ich schaue jetzt selber auch schnell. So. Tag, tag. Esteriore Brothers. 1000 natürlich, sorry. 591.000. Auf was Follower jetzt? Auf Insta. Das ist schon viel. Das ist geil. Auf TikTok 615.000. Das ist insane viel. Das ist mega viel. Also, ich weiss, sie haben vor 2-3 Wochen im deutschen Fernsehen, ZDF Fernsehgarten oder irgendwie so, haben sie dann auch schon drauf gedrückt. Ja. Yeah. Also das ich bin überzeugt, ich meine, wenn du so einen Reach hast, yeah, die werden, die können jetzt auslesen, bei welcher Plattenfirma sie unterschreiben, hundertprozentig. Und ich glaube, ich habe es glaube auch schon gesehen, sie sind auch auf iTunes mit einem Song schon dabei. Mhm. Esteriore Brothers, genau. Und eben, Scala Entertainment Records. Das tönt jetzt schon wieder so. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht Universal Music, sondern Scala Entertainment Records. Das ist ich hoffe für den Piero, dass das irgendein Scheiß ist. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich nicht meine? Ja. Yeah. Nein, sonst pullen sie uns noch. Was weg? Aber was heißt das? Ja, das, weißt du, das ist ja dann eben. Dann kommt Scala Entertainment Records. Aha, so meinst du? Ja. Und das sind 2 Sekunden gewesen. Das ist das gut. Okay, okay, okay. Zitatrecht. Emotionen. Da, 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 da. Ja, du hast eigentlich. In dem Punkt hast du ja eigentlich immer Glück gehabt. Mit? Ja, du bist nie so richtig verarscht worden. Aha, so businessmäßig? Ja. Yeah. Oder doch? Oh. Nein, also ich. Nein. Oder einmal so gut gemacht worden, dass ich es nie herausgefunden habe. Ich bin schon, es hat schon Zeiten gegeben, wo ich hässig war auf mein Management und so. Ja. Yeah. Weil. Du weißt, wie es ist. Ich meine, logisch verdanke ich dem Management mega viel. Trotzdem gebe ich von allem meine Prozent ab. Mhm. Weißt du? Einfach yeah, von allem. Und dann denkt man dann schon so, ja, muss das jetzt sein? Weißt du? Es ist immer. Künstlermanagement ja, ist. Ich kenne keinen Künstler, der sein Management abfeiert. Es ist immer. Künstlermanagement ist immer eine schwierige Beziehung, ja, weil immer die eine Seite findet, sie macht zu wenig. Genau. Die andere Seite macht zu wenig und ja, für das Geld und ja, umgekehrt. Und man hat ja dem so viel. Ermöglicht und umgekehrt und das ist eine ganz, ganz komische Konstellation. Genau, immer. Ich find viel schlimmer, was eben rundum wie dort verarscht wird. Also weißt, habe ich zum Beispiel lang gebraucht. Und das ist jetzt so also das, wo ich vielen sage, wenn sie irgendwie anfangen oder so. Und ich sage, einfach schaue ich alles dreimal an, oder? Und da geht es nicht um den grossen Fernsehvertrag im Deutschen. Das ist so immer ein bisschen das Thema, wenn es irgendwie heisst, Achtung, die kommen dann mit einem Mega-Deal und so. Das ist das eine. Es geht im Kleinen los, mit einfach so, schau mal eine Abrechnung richtig an, wenn du noch immer gespielt hast, oder? Ja, ja. Was dort auf einmal für Gebühren auftauchen. Ja. Du musst einfach mal schauen. Und am Schluss, es macht nicht viel aus, weißt du? Es sind irgendwie ein paar Prozent. Trotzdem. Aber wenn das dann eben aufs Jahr rechnest und auf jede Show und so, oder? Ticketgebühren und so. Wo du so findest, du schickst mir eine Abrechnung, wo drin steht, wie viel Ticketgebühr ist. Und ja, nachher hast du aber einen völlig anderen Prozentsatz für die Ticketgebühr
In der anderen Abrechnung. Der Böhmermann hat ja da mal ein Ding gemacht, hast du das gesehen? Über Eventim? Ja. 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 Das kommt dann noch dazu. Also klar, es gibt dann auch noch Ticketbuden, die schwieriger sind als andere. Aber ich meine wirklich auch, weißt du, so Eventbuden, oder? Wo irgendwie sagen, geil, was habt ihr für ein Event? Also, dann machen wir euch für, weißt du auch nicht, 150.000 machen wir euch das Event. Jo. Ah, was wollt ihr? Der Baschi könnt spielen. Super. Da ist dann in der Abrechnung für die Bude, ja, ist das dann so ein grosser Teil vom Betrag, wo ja, die 150.000 ausmachen. Dir aber geben sie einen Bruchteil davon, was nicht einmal legal ist. Weil, wenn es wirklich um eine Vermittlung geht, dann wäre es höchstens 12,5%, oder? Aber hundertprozentig steht neben einem anderen Preis. Okay. Weißt du, so Zeugs, ja, oder? Ja, 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 ja. Und das finde ich oft immer, da muss man so brutal schauen. Und es ist dann oft, ja gut, wenn der Baschi schon dort ist, dann kann er ja noch Tombola machen. Oder? Und, weißt du was, der erste Gang kannst du auch noch schnell servieren. Ja, das ist doch lustig, du hast doch gerne Zeugs mit Kochen und ja, so, ja, oder? Ja. Und das steht auch nie drin. Ja, ja. Ja, lass dich nicht so verarschen. Bling! Public Service Announcement. Lass dich nicht so verarschen. Also, wie lange geht der Podcast? Ich habe es gerade gemerkt, bei dir ist die Luft raus, gell? Bei dir ist die Luft raus. Könntest du jetzt noch ewig weitermachen? Ja, jetzt haben wir 1,20 gemacht. Ja, wie lange machst du am? Ja, so, man sagt immer so ein Fußballspiel. So gute 90 Minuten. Ah, krass. Ja. Ah, eben, ich dachte einfach so, nach einer Stunde ist das so. Nein. Aha. Nein, nein. Ah, hast du noch Film? Ich muss noch neue einlegen. Film. Rolling. Nein, nein, du kannst sagen, ob du noch magst. Du bist ja mehr gesucht jetzt am Handy, ich merke es. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil der Schwiegervater hat mich gesucht. Das ist einfach so 10 Minuten Zeit, um zurückzuläuten. Hey, aber ich habe nur schnell, ich glaube gerade letztes Wochenende, ist im, wie heisst es, Super League Highlights oder was weiß ich, haben sie einen Bericht gemacht, wo sie gesagt haben, wo es darum gegangen ist, wie halt damals noch die grossen Superstars so fürs Ende von der Karriere zu GC gegangen sind, ja, oder? Und dann habe ich mal Bilder gesehen vom Günther Friener. Hei, 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 das ist ja... Flotte. Das ist ja eine richtige Granate gesehen. Ja, ja. Brutale Granate. Weil ich habe natürlich in Erinnerung gehabt, als Experte, aber ich habe nie große Bilder gesehen von ihm, wo er wirklich noch... Zieh dir mal die Bilder rein. Wo er wirklich noch gespielt hat. Schau mal, das ist schau mal. Das ist aber schon... Das ist eine rechte Granate gesehen. Berti. Da, im ja. Auto. Ja, 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 ja. Geil, oder? Das Bravo-Poster. Das Bravo-Poster! So geil. Paul Breitner. Geil. Und geil, wenn man mal die Frisur hat, dann muss man sie ja nicht mehr ändern. Im Grundkern ist eigentlich jetzt noch die gleiche Frisur. Schau mal, Elvira, geh noch ein bisschen rauf. Seine Frau rauf. Ah, tatsächlich! Elvira ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Das war eines der ersten deutschen Topmodels gewesen. Ja. Yeah. Hey, die ist ja auch hilarious. Der kannst du ja einfach zuhören. Nein, Elvira ist super, ja. Ja, also. Die nimmt alles auseinander. Nein! Ja, also darum, ich will dich nicht aufhalten. Wenn hör jetzt auf! Ey. Ich habe gedacht, das geht. Ich habe einfach auf die Uhr geschaut und dachte so, okay, shit, Mann, es geht ja das in der Regel immer eine Stunde. Jetzt ist es eine Stunde 23. In der Regel. Ich merke, wie oft du den Podcast irgendwie schon geschaut oder gelöst hast. Nein, ich habe nicht mal gewusst, dass er gefilmt wird. Weil letztes Mal ist er nicht gefilmt worden. Natürlich ist er gefilmt worden. Schon? Yeah. Einfach mit einer Kamera? Nein. Wo ich dabei war. Ja, du hast, glaube ich, so ein geiles Käppchen angehabt.
Ja. So, warte, sollte ich. Sollte geht sie, Achtung. Hast du noch ein paar Ski gegeben? Look, look, dein geile Käppli. Shit, Mann. Wie sehe ich aus? Scheisse. Das war aber auch noch geil gewesen, muss ich sagen. Ah, mit dem blöden Ring, gell? Immer an dem Tisch an. Aha, ja, genau. Das ist immer so rum. Klack, klack, klack. Den habe ich ihn abgezogen, gell? Es liegt dort auf dem Tisch. Und vor allem, das finde ich auch immer lustig, wenn man das Zeug anschaut. Das ist vor Corona. Ah. Stimmt, jo. Ja. Müssen wir jetzt noch über Corona reden? Hey? Nein, nein, nein. Aber es ist vor Corona, ja. Wie viel vor Corona? Vielleicht ein halbes Jahr? Ja. So knapp? Ja. Boah. Gell? Und das ist, ich finde das immer so spannend, wenn ich etwas von mir sehe, denke ich so, ah, Kollege, du hast keine Ahnung. Genau, du hast keine Ahnung, dass du in den nächsten zwei Jahren daheim hockst, irgendwelches Bananenbrot backst und irgendwie keine Ahnung was, kurz vor dem Kollaps stehst. Drum, das finde ich immer spannend an dem Ganzen. Aber siehst du, es ist gefilmt worden und schön. Gar nicht mal so schlecht. Nein. Ich finde aber noch. Ich weiss jetzt im Fall nicht, was... Nein, das ist jetzt gemein. Also, es sieht irgendwie noch fresh aus. Weißt du, wie es so hell ist? Ja. Und weil hinten ist eigentlich noch cool. Du bist wirklich wie so im Schaufenster innen. Ich hab's geliebt. Eigentlich ist es noch cool. Ja. Eigentlich ist es noch cool. Das ist auch ein schönes Setting, das Blau. Das ist wie auch noch fresh irgendwie. Ich hab's recht geil gefunden. Am Anfang habe ich... Ah, du wärst jetzt in dem Fall, wenn du nicht hättest müssen raus, wärst du dort nicht raus? Ja, das sollte ja raus müssen. Ja. Weil, Was sind sie? 6'000 Miete jetzt? Das ist ja nichts, oder? Ja, und sie haben es ganz stier unterteilt und es war eh nur eine Zwischennutzung. Also, ich wusste, dass ich raus muss. Sogar noch Verlängerung bekommen. Ja, drum. Aber ich bin sehr happy mit dem. Das ist jetzt halt mehr so effektiv Studio-Situation, oder? Nein, aber ich fühle mich wohl. Also, ich finde es im Fall cool. Ich fühle mich wohl. Es ist recht krass. Bei so Interviews, die Umgebung spielt eine Rolle, natürlich der, der interviewt, spielt eine Rolle. Weißt du, wie gut du bist. Und es geht, ich sage das, ich habe jedes Radio abklappert in der Schweiz, und wir haben viele Radios. Und da gibt es Radios, wo ich einfach immer mich nicht wohlfühle und dementsprechend irgendwie ein komischer Vibe ist in diesem Interview. Also ich rede über meine CD, ich rede über mich. Eben, dann ist ein richtiges Interview. Aber ich werde nicht warm. Yeah, also, weißt, ich habe keinen Flow auch in meinen Sätzen irgendwie so. Ich finde, ich bin einer, der eigentlich ziemlich schnell und nicht mit so redet, sondern irgendwie, ich weiss ein bisschen, was ich will sagen. Yeah. Ich höre eine Frage und kann schnell darauf reagieren und so. Und dann gibt es wirklich so Situationen, und es sind immer die gleichen Radios. Und ich einfach so, dann stellen sie mir entweder einen Praktikant an, der selber auch nicht geübt ist und einfach die Fragen so bekommt von irgendeiner Redakteurin, so, aha, ja, du hast jetzt dein neues Album rausgegeben. Wie bist du auf den Titel gekommen? Weißt du so? Und ich so, ja. Und ja, ich glaube, es fängt schon früher an. Es fängt ja schon an damit, wie du wo die Kaffee kriegst zum Beispiel. Falls du einen willst, oder? Ja. Und es gibt ja die Radios, die haben dann wirklich so, eigentlich genau so einen Tisch, gerade bei der Eingangstüre. Und dann hast du irgendwie, gerade nebendran hast du so einen riesen Pult, wo irgendwie Empfang ist. Und dann heisst es, jo, willst du Kaffee? Und so, ja, okay, kannst du an diesem Tisch sitzen. Und du bist so ausgestellt. Bei dieser Eingangstüre. Ja, ich weiss, von welchem Radio du redest. Aber ich sag's jetzt sicher aber nicht, weil sie spielen die meinen Song nicht mehr. Aber es gibt ein paar von denen. Es gibt ein paar, die das... Ich nehme jetzt nach deiner Beschreibung und ich hoffe wirklich nicht, dass das Radio den Podcast los, weil sonst haben wir beide ein Problem und werden dort nie mehr eingeladen. Nein, es ist... Ich weiss, was du meinst, aber... Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Dass du dich hier wohlfühlst und wir einen guten Tag haben. Ja, aber das ist ja eben. Und danach ist es sicher auch, was dann das Interview oder der Talk an sich soll sein. Ja. Und lustigerweise, das nochmal
auf den ganzen Anfang von unserem Gespräch zu kommen, das Büsser-Interview war im SRF 3, wenn du reinkommst, gerade die erste Tür links, in so einem Kabäuschen, zwei Mixer, so wie wir jetzt haben, und wirklich ein grusiger Schreibtisch, also ein Moderationstisch, so, ein halbgewackeliger Stuhl und ein Glas Wasser. Und weißt, keine Atmosphäre für eigentlich auch eine Stunde, einstündige, ich sage jetzt mal, doch sehr persönlich intimes Gespräch. Und da bin ich auch schon ein bisschen so, vielleicht ist es gar nicht schlecht, weil du wirst nicht abgelenkt, sondern du bist wirklich einfach Mikrofon, Tisch und Büsser. Aber richtig geil gewiped hat es dort innen auch nicht, weißt du, so von der Atmosphäre so irgendwie. Und ich finde das schon wichtig. Ja, aber der Büsser hat sicher wettgemacht. Entschuldigung? Der Büsser hat sicher wettgemacht. Der Stefan? Ja. Ja. So, schau jetzt, du bist eben abgelenkt. Du hast die Hände da und nein, Alter, ich habe heute ein Konzert. Ja. Und wenn ich ein Konzert habe, kann ich eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als nervös sein. Ja. Yeah. Und du weißt, wie ich nervös bin und wie das sich dann äußert und dass ich dann innerlich bin, dass ich dann zurückhaltend bin, dass ich dann innerlich zwar am Brodeln bin wegen dem huren Konzert und ich nervös bin. Also eigentlich finde ich es recht crazy, dass ich eigentlich den Podcast abgemacht habe am 3. Oktober. Aber ich glaube, ich habe dann noch nicht gewusst, dass ich jetzt das Konzert wird haben. Okay. Und von dem her bitte, hoffentlich, habe ich jetzt aber nicht gefunden, dass mir das angemerkt hat, dass ich irgendwie hure nervös bin. Was ich einfach merke, ist, wir werden das wahrscheinlich sehen, wie ich nicht ruhig hocken kann. Ja, aber das kenne ich alles. Irgendetwas muss irgendwie machen. Aber das ist ja normal. Du einfach seit anderthalb Stunden so auf dem Stuhl hockst und mir die volle Aufmerksamkeit gibst, die ich dir aber auch gebe. Absolut. Aber halt immer wieder mal schnell so und mal schnell so und mal schnell so und dann mal schnell so und dann mal schnell so. Also ich bin gestört. Bist du nicht gestört? Nimm das Mikrofon zurück. Sebastian. Nein, aber es ist eigentlich, ich kenne sie ein bisschen so von dir. Also weißt du, ist jetzt nicht bahnbrechend, wo ich gefunden habe, was, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Logisch, du bist immer ein bisschen da und dort und so. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, ich zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Tagen habe ich so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen Magenproblem gehabt. Ja? Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und dann, also wie? Also einfach Bauchweh? Bauchweh und oft, sehr oft, aufs WC müssen. So. Durchfall. Und dann habe ich so gedacht, aber es kann ja schon kein Zufall sein, dass das immer kurz vor meinen Premieren ist. So. Weil einmal ist es gesehen, irgendwie. Klar, einerseits die Hernie, aber irgendwie, es ist dort immer alles schon ein bisschen weird gesehen. Dann hat es gesehen, der Blinddarm. Jetzt ist es, also weißt du, so denkst irgendwie, ich bin nicht nervös vor Shows. Ja. Einfach nicht. Ich bin super. So wie ich jetzt hier hocke, könnte ich in einer Minute könnte ich auf die Bühne. Schon, hä? Ja. Aber ich denke, irgendwie sonst wird sich das ja trotzdem äußern. Und ich denke dann so, ich habe dann zum Beispiel an dich gedacht, also denk, du bist einer, du weißt, okay, wenn jetzt eben die Show kommt, dann sagst du mir irgendwie am Tag vorher schon am Telefon, sagst du, ich bin huren nervös, ey. Ich bin voll huren nervös. Und dann baust du das wirklich so auf, aber du entladest das dann auch alles auf der Bühne. Also die Nervosität, die piekt dir dann im Moment, wo du auf der Bühne läufst und ab dann wandelt sich seine Energie um. So nehme ich es wahr. Ja, gut gesagt, ja. Und ich denke dann eben, mittlerweile denke ich so, das ist wahrscheinlich die gesündere Variante. Ich hätte auch gern das. Anstatt, dass es bei mir irgendwann so unterschwellig, ohne dass ich es merke, auf einmal in Bauchkrämpf sich äußert. Also Bauchkrämpf nicht, aber manchmal gibt es bei mir auch äußerliche Anzeichen. Für einfach too much Stress, too much nervös, too much so. Das ist irgendwie wahrscheinlich normal. Ich weiß nicht, ob das wirklich gesund. Also es ist so gesund, dass Alana sagt, hey Alter,
dann mach doch einfach etwas anderes. Wieso tust du dir das an? Wenn's dich so an, also wenn du so Angst hast jeden Tag vor einem Auftritt, wenn du dir wünschst, hoch und heilig, du wärst jetzt gerne jemand anders, aber nicht hier an dieser Location, dann musst du etwas anderes machen in deiner Karriere. Ja, aber das Gemeine ist, das ist ja alles nur bis im Moment, wo du dann effektiv auf der Bühne stehst. Dann ist es ja das Geilste, eben. Ja. Weil ich habe das einfach, mich schießt viel an. Mich schießt mittlerweile eine Fahrt nehmen an. Also ja. Weißt du, alles drumherum, nicht immer, aber das schießt mich dann schon massiv an. Habe ich so keinen Bock. Und dann, wenn ich effektiv den Auftritt habe, ist alles, dann ist es natürlich das Geilste. Ja. Und nachher finde ich das Heimfahren finde ich dann überhaupt kein Ding mehr. Weißt du, wie so, ja, voll easy, fahr jetzt heim. Bist du wie Skiferien, bis du mal auf dem Gondeli bist, bis du mal die ganzen Skischuhe angelegt hast, aber den ersten Schwung machst. Das Geilste! Oder? Geht das in die Richtung? Also, für den schönen Vergleich Skiferien. Oh Mann, ey. So, los, der Herr Soltmanowski muss in 10 Minuten los. Stimmt, oder? Und du bist eigentlich noch an einem Auftritt vorbereitet. Ja, richtig. Yes. Und darum wünsche ich... Steuern muss ich auch noch abgeben. Ah, classic. Nein, und aber hast du einen Buchhalter, Steuerberater? Nein, das mache ich doch alles selber. Ich und Steuern, Alter. Aber ja, ich muss natürlich ins Online-Banking, dann muss ich die ganzen Buchungen im 22 suchen, dann muss ich das irgendwie, dann sind wir wieder in der digitalen Welt, dann muss ich das irgendwie downloaden. Yeah, und das habe ich jetzt gemacht. Mhm. Aber jetzt schreibt er mir, und das ist nicht mein Problem. Warte. Brudi, schick mir noch den Resten von den Belegen, Kontoauszüge und so. Morgen früh per Mail bei dir, habe ich ihm gestern geschrieben. Das hast du natürlich noch nicht gemacht. Und dann, nein, ah, das mein, warte jetzt. Warte schon. Ah ja. Mein Freund, Pünktle. CS-Auszug ist nicht komplett. Und Post ist nicht auslesbar in Excel. Kannst du mir es in PDF schicken? Jetzt muss ich heim, muss mich wieder in das scheiß Ding einloggen. Und weiss immer noch nicht mehr. Also ich weiss ja nicht, wie ich es anders muss machen. Der andere. Also, dann ist das der Schluss. Also. Vielen Dank. Danke, Christoph. What a ride. Und. Oh! Was? Jetzt bin ich hoch unscharf gewesen, gell? Ist so ein Auto. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Also. Hast du noch irgendeine Abmoderation? Oder? Ist eigentlich schon passiert so. Bye bye. Hey guys!